Achtung, Planänderung. Eigentlich hatte ich ja vor, jetzt im freien Spiel weiterzumachen auf Tatooine, wie ich es ja am Ende des letzten Parts angekündigt habe. Aber dann habe ich mir so gedacht, wir haben jetzt schon 6 Parts nur auf Naboo verbracht mit Kybersteine sammeln. Und einige konnten wir auch gar nicht kriegen, wegen des fehlenden Schrottsammlers oder der fehlenden Schrottsammlerfunktion, die wir ja noch nicht haben. Wie ich das jetzt, glaube ich, mittlerweile schon zum 20. Mal sage. Daher habe ich jetzt beschlossen, um wieder ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, machen wir jetzt mit der Story weiter, spielen Episode 2. Und ich werde nach jeder Episode nur einen der jeweils episodenrelevanten Planeten versuchen zu vervollständigen. Das war jetzt halt bei Episode 1 Naboo. Dann wird es hier bei Episode 2 vermutlich Geonosis oder Kamino werden. Muss ich dann schauen. Und so machen wir das bei allen 9 Episoden. Und dann werden wir ganz am Ende einfach alle restlichen Planeten, die noch übrig sind, dann ganz am Ende machen, wenn wir halt tatsächlich alles haben, alle Fähigkeiten haben und so weiter und so fort, damit wir nicht noch einmal zurückkommen müssen auf die jeweiligen Planeten im freien Spiel. Weil nach Naboo müssen wir jetzt noch einmal, weil der Schrottsammler, ne? Wir wissen es eh alle. Und ich hoffe auch, dass dieses Video etwas kürzer wird als die knapp 4 Stunden von Episode 1. Wir haben ja schon den ersten Steinchen-Multiplikator, daher werde ich jetzt nicht allzu sehr auf Steinchen-Farmen gehen. Natürlich schon ein bisschen, logischerweise, aber eher auf die Story konzentrieren. Mal schauen, wie gut das klappen wird. Dann los geht's mit Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Es herrscht Aufruhr im galaktischen Senat. Mehrere tausend Sonnensysteme haben ihre Absicht erklärt, aus der Republik auszutreten. Diese Separatisten unter der Führung des mysteriösen Count Dooku machen es der kleinen Gruppe von Jedi-Rittern schwer, Frieden und Ordnung in der Galaxis aufrechtzuerhalten. Senatorin Amidala, ehemals Königin von Naboo, kehrt in den galaktischen Senat zurück, um an einer Abstimmung teilzunehmen, die über die umstrittene Aufstellung einer Armee der Republik zur Unterstützung der unterlegenen Jedi entscheiden soll. Senatorin, wir beginnen mit dem Land an Flug auf Coruscant. Sehr gut, Lieutenant. Wir haben es geschafft. Ich hätte nicht zurückkehren sollen. Die Abstimmung ist von großer Wichtigkeit. Kommt. Wie geil, wie sie diesen Joke von Episode 1 weitergeführt haben, wo alle möglichen Leute ja gesagt haben, sie seien Königin Amidala. Und der Typ mit dem Weihnachtsmann-Rauschebart war ja auch dabei. Und dass sie den hier jetzt noch einmal genommen haben, finde ich cool. Ich fühle mich verantwortlich. Ihr habt eure Pflicht getan, genau wie sie ihre. Begeben wir uns nun zum Senat. Ja, wir sind auf Coruscant, okay, und spielen gleich einmal mit Padme in ihrem Pilotenoutfit. Sehr geil. Natürlich wieder mal die Steuerung lernen müssen erst einmal. Thank you.
Oh. Und da ist einfach mal ein Kaiberstein so. Der liegt hier einfach mal herum, gemütlich. Naja, den nehmen wir dann aber mit. Ein Glitzern im Bach. Cool. So kann's bitte gerne die ganze Episode gehen. Ja, wir haben ja auch schon den Steinchen-Magneten, der macht das Ganze natürlich auch um einiges angenehmer, dass wir jetzt nicht extra allen Steinchen tatsächlich hinterherlaufen müssen. Ja, wir haben natürlich keinen Protokolldruiden mit. Da brauchen wir wieder eine Energiezelle. Was haben wir denn hier wieder? Ich glaube, ich habe gerade den Getränkeautomaten kaputt gemacht. Ups. Nein, 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 die Steinchen. Die guten Steinchen. Okay, jetzt liegt hier nichts mehr auf dem Weg, wirklich. Hier sollte auch einer sein. Bis ich mir merke, wie ich in die blöde Karte komme. Oh Gott, es fängt schon wieder an mit... Oh. Hallo? Da oben waren doch Steinchen. Ja klar, heißt, ich muss da irgendwie raufkommen. Und
und der angezeigte Kaiberstein ist unter mir. Ach, Herr Jemine. Hier war ich aber schon mal, ne? Hier sind wir in Episode 1 gelandet. Ja, ja, klar. Okay. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, wo der sein soll. Ist da eine untere Ebene, auf die man irgendwie kommt? Ich verstehe es nicht. Ja, ich werde mich jetzt nicht allzu lang damit befassen, weil sonst nimmt das hier wieder Überhand. Wie gesagt, ich muss ja irgendwie darauf kommen. Da ist ja eine Leiter auch. Aber sie springt nicht mehr, sobald ich einmal auf dieser Schräge bin. Bitte, ja. Oh Mann. Es fängt echt gut an. Schauen wir, dass wir vielleicht einen Kaiberstein noch kriegen, bevor wir hier weggehen. Der ist wieder ober uns. Gute Frage, wie ich darauf komme wieder. Okay, dann schauen wir uns noch einen anderen an. Meine Güte. Okay, der ist zumindest auf derselben Ebene wie wir. Ich hoffe, das war nicht der, den ich mir eh vorher schon angeschaut habe. Doch war's. Egal, gehen wir weiter. Machen wir mit der Story weiter. Soweit zum Thema. Och, ich will, dass das hier kürzer dauert. Und werde trotzdem andauernd abgelenkt von irgendwas. So. Noch mehr Getränkeautomaten schrotten und dann zur Senatsabstimmung. Wo müsst ihr hin? Scheint, als wärt ihr bereit für die Fahrt. Ja, Senatsgebäude, ne? Da wollen wir hin. Alles bereit. Gute Fahrt. Hier haben wir ja schon beim letzten Mal, wo wir hier waren, gut was eingesammelt. Daher, glaube ich, müssen wir hier gar nichts mehr sammeln.
Okay. Das ist aber jetzt nicht die Karte, wo wir gerade sind. Okay, dann muss ich den Kaiberstein da mal raus... Warum? Warum hat es mir gerade was anderes angezeigt eigentlich? Entschuldigung. Da kann ich mit wem reden. Ein Gerücht, das ist sehr schön. Das holen wir uns noch. Ich kann es überall hinbringen. Was zum... Hä? Ich werde aus dieser Karte nicht schlau. Ach, das ist der Wookie. Oh Mann, und dafür brauchen wir erst wieder einen Protokoll-Druiden. Okay, weiter geht's. Ah, Senatorin. Wir hörten von der Explosion auf der Landeplattform. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass ihr unversehrt seid. Hm. Ach, Schief, du bist schon ein bisschen eitel und eingebildet, ne? Hast hier mal Porträts von dir hängen. Oh, Yoda und Mace sind auch da. Na, machen wir weiter mit der Story. Königliche Bedrohung, jawohl, ja. Senatorin Amidala, eure Tragödie auf der Landeplattform. Schrecklich. Ich glaube, dass Count Dooku hinter all dem steckt. Count Dooku war ein Sanjedi. Er könnte nie ein Attentat durchführen. Meister Jedi, dürfte ich vorschlagen, die Senatorin unter den Schutz von euer Gnaden zu stellen? Vielleicht jemand, der euch vertraut ist. Annie? Meine Güte, bist du groß geworden. Du aber auch. Ich meine, du bist noch schöner geworden. Da die alten Bekanntschaften nun wieder aufgefrischt wurden, erlaubt uns, euch zu eurem Quartier zu geleiten, Senatorin. Danke, Meister Kenobi, aber das wird nicht nötig sein. Ich brauche keine weiteren Wachen. Ich brauche Antworten. Ich möchte wissen, wer mich töten will. Wir sind hier, um euch zu beschützen, nicht um Nachforschungen anzustellen. Na gut, da haben wir unsere ersten beiden Jedi hier, Obi und Anakin. Wir werden herausfinden, wer dich töten wollte, Padme. Das verspreche ich dir. Wir werden unseren Auftrag nicht ausweiten, mein junger Padawan. Selbstverständlich dient es nur dem Zweck, sie zu schützen, Meister. Vielleicht werden ja allein durch eure Anwesenheit die Mysterien um diese Bedrohung gelüftet. Früher haben meine Freundinnen und ich uns oft einen Spaß daraus gemacht, zu solchen Schächten zu klettern. Ach, die guten alten Zeiten. Ja, das haben wir ja schon einmal probiert. Und da sind wir nicht weitergekommen. Werde ich jetzt nicht noch einmal machen.
Padme, warum gehst du so langsam? Kannst du nicht rennen? Ist es noch sehr weit, Meister? Langweilig, meine und Padmes Gesellschaft bereits, mein Padawan? Nein, natürlich nicht, Meister. Das habe ich damit nicht sagen wollen. Es ist nicht mehr weit. Meine Unterkunft liegt gleich da vorn. Wir sind da. Wollen wir? Und sie verschwindet einfach mal durch die Tür. Danke, dass ihr mich sicher hergebracht habt. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich ziehe mich zurück. Okay, mal schauen, was wir hier alles machen können. Außer mal wieder randalieren. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gern so ein geiles Apartment mit diesen riesigen Fenstern und dem Blick über diese ganze Stadt. Das kann schon was. Okay, da komme ich wieder nur rein, wenn ich Geld reingebe, aber dann müsste der Geldschein ja irgendwo in der Nähe sein. Nein, jetzt suchen wir den mal schnell. Oder auch nicht. Okay. Kann ich außen rundherum? Ach ja, das geht. Und da haben wir ihn. Danke. Geh nur aufs dritte Mal. Padmes Penthouse. Ja, wie gesagt, sehr schön hier. So, jetzt können wir weitermachen. Okay. Lass sie nicht entkommen. Und gut zielen, da sind überall Zivilisten. Wir halten sie auf, Meister. Das verspreche ich. Gut. Das wenn wir also vorher nicht abstürzen würden, wäre das hilfreich. Jetzt also die erste. Ihr müsst euch entspannen. Ich bin ein erstklassiger Pilot. Du musst noch viel lernen, mein junger Schüler. Und fliegen gehört definitiv dazu. Die erste
Mission mit einem Schiff hier. Ich schaue halt wegen der Mini-Kids, weil da wird sicher wieder welche geben. Mhm. Anakin, pass auf die Energiekupplung auf. Ja, und da war eines der Minikits. Und dank des Sternchen-Multiplikators haben wir auch schon den wahren Jedi-Status. Sehr, sehr einfach bekommen. Aber wir schießen natürlich trotzdem weiter ab. Oder sie uns. Okay, ich würde gerne umdrehen. Das geht nicht. Okay, da war ein Minikit, das haben wir verpasst. Weil ich nicht wusste, was ich abschießen soll. Leider. Da vorne, in den Tunnel rein. Wir haben es fast geschafft. Okay, eine Mission haben wir gemacht. Vielleicht drei Ampeln oder so abschießen, keine Ahnung. So, jetzt haben wir eine Runde geflogen, ne? Aha. Ah, okay. Okay, das zweite Minikit. Ich weiß jetzt leider nicht genau, was ich da gemacht habe. Und das dritte. Okay. Schau, wohin du schießt, Anakin. Ja, Meister. Anakin, wir sind Jedi. Wir sollen die Menschen beschützen und nicht vom Himmel schießen. Ach, seid doch nicht so kleinlich, Meister. Dafür haben wir schon vier Minikits. Nein, wir haben alle fünf Minikits. Jawohl. Die Missionen fehlen halt noch. Nicht aus den Augen verlieren, Anakin. Bin ich nun ein besserer Pilotmeister? Immerhin bin ich noch am Leben. Aber die Missionen werden wir kaum kriegen. Das heißt, wir müssen das Level sowieso noch einmal machen dann. Ja.
Wer gab dir den Auftrag? Es war ein Kopfgeldjäger namens... Ein vergifteter Pfeil. Na? Wir müssen uns aufteilen. Eskortiere Senatorin Amidala zurück nach Naboo. Dort ist sie sicher. Natürlich, Meister. R4, ich denke, du kannst mir bei etwas helfen. Ihr braucht Kartoffeln? Ich habe Säcke davon! Gut. Natürlich freies Spiel freigeschaltet. Wir haben alle Steinchen. Das ist jetzt kein Problem mehr. Oh, netter Beat im Hintergrund. So, die Herausforderungen. Eine haben wir geschafft, die anderen zwei nicht. Weiß ich halt auch noch nicht, welche es sind. Dafür haben wir alle 5 Minikits. Weiß ich zwar auch nicht, was ich da alles gemacht habe dafür. Aber hey, ich reg mich nicht auf. Und wir kriegen den königlichen Kreuzer von Naboo im Mikroformat. Sehr schön. Okay, und diverse Figuren freigeschaltet auch. Ein alter Freund im Diner um die Ecke weiß alles über solche Dinge. Sehen wir mal, ob ihm dieser Pfeil etwas sagt. Okay, dann sind wir jetzt also in einem ganz neuen Gebiet im Vergnügungsbereich von Coruscant. Der Uskru-Bezirk, das war doch auch dort, wo der eine Typ von Deed seinen Schlüssel oder so verloren hat, ne? Ihr könnt nirgendwo anders hin? Dann ist dies für euch der richtige Ort. Ihr meidet bestimmte Menschen? Dann bleibt ruhig hier. Ihr habt kein Geld und möchtet ein paar zwielichtige Dinge tun, um wieder auf die Beine zu kommen? Dann seid ihr genau richtig. Gatro-Eier, die besten in ganz Coruscant. Bessere gibt es auf keiner anderen Ebene. Okay. Da gibt es wieder mal Dinge zu zerstören. 1 von 8. Und die bringen uns dann vermutlich auch irgendwas. Minikit oder so. Nein, Minikit gibt's ja in den freien Gegenden gar nicht. Der Outlander Club ist wild und verrucht. Ich wundere mich dort über gar nichts mehr. Aber ich frage mich, warum dieses Ding da in der Mitte des Clubs hängt. Aha, aha. Blaster Visiere, Blaster. Okay, ein Gerücht. Ich habe alles für einen Blaster, außer dem Blaster selbst. Aber ihr habt bereits einen, das sehe ich euch an. Wo komme ich denn damit hin? Kann ich irgendwo... Ah ja, da hier stapeln. Ich habe Kiwi-Streifen für euch. Kiwi-Streifen der Spitzenklasse. Stellt mit diesen Kiwi-Streifen eure eigenen Bosenburger zusammen. Das hier in etwa? Nein. Hoppala, Entschuldigung, R4. So, da aber müsste es ungefähr hinkommen, ja. Ich kaufe euren kaputten Ruinen. Ich mache bessere Preise als die Jabbas. Ach. Egal, wir kommen auch so rauf. Im Schatten der Schattenseite. Ich
Und der 98. Kaiberstein. Ich glaube, da gibt es viele Türen, wo wir rein können. Okay. Boah, ist das unübersichtlich hier. Das wird dann lang dauern, hier alles zu kriegen. Das kann ich jetzt schon kommen sehen. Okay. Da haben wir noch so ein Schild. Und da sind Einsteckobjekte. Da kann ich auch schon wieder was anheben. Aber wofür ist die Frage? Das sind schon wieder Credits. Ihr habt einen meiner Schlüssel gefunden? Was? Könnt ihr die anderen finden und in das Terminal stecken? Wer? Sie müssen ganz in der Nähe sein. Wer auch immer mich sabotiert, ist nicht besonders gut darin, Dinge zu verstecken. Immer nur Ärger. Jemand versucht, mich aus dem Geschäft zu drängen, indem er die Schlüsselkarten versteckt, mit denen mein Laden geöffnet wird. Ach so, das sind keine Credits, das sind die Schlüsselkarten, okay. Da komme ich doch nie rein. Ah ja. Man müsste schon ein begnadeter Akrobat sein, okay, um nach dort oben zu gelangen und sie wieder einzustecken. Okay. Ein Glück, dass wir ein Jedi sind. Jetzt weiß ich auch, wieso die Dinger hier stehen. So, reichen zwei, sollten eigentlich reichen. So, gut, wo ist das letzte? Du mir? Nix, was Obi verstehen würde. Okay. Wie komme ich denn darauf?
Ich tendiere dazu, dass ich da einen Jetpack-Charakter brauche. Das ist der Druide hier? Okay, aber mit dem kann ich eh nicht reden, ne? Okay, da brauche ich den Schrottsammler für. Okay, da ist ein Rennen, okay. Eigentlich will ich doch nur... Okay, da sollte ich vielleicht nicht rein. R4, wo bist du? Danke! So, du kommst da aber durch, ne? Und kannst mal die dummen Abgase abstellen. Okay, da brauchen wir einen Imperialen dafür. Ich habe mich schon beinhart verlaufen. Ah ja, okay, jetzt sind wir wieder auf diesem Hauptplatz. Ah, da ist die Dame, die in ihr Geschäft rein will. Aber uns fehlt immer noch die dritte Schlüsselkarte. Die muss ja auch irgendwo herumkugeln. Outlander Club hat mir so viele gute und einige absolut schreckliche Zeiten beschert. Ich hatte Streit mit einem Kopfgeldjäger, hab meinen Job verloren, bin nach Hause und musste feststellen, dass mein Schlüssel nicht mehr passt. Trotzdem würde ich es um nichts in der Welt anders machen. Okay. Oh, hey Sam. Ah.
Okay, noch was für einen Imperialen. Doof ist ja, glaube ich, wenn ich das Gebiet verlasse, muss ich die gesamte Mission noch einmal machen. Ich meine, die zwei Steckkarten waren nicht schwierig. Da war hier oben einer und da daneben gleich. Aber wo ist halt die dritte? Kann ja nicht sein. Ach, hier! Wo ist das denn? Ach, nee. Komme ich denn da rüber? Okay, so. Ganz einfach. Okay. Das war nicht die, die ich wollte. Ups. Aber hey, macht nichts. Haben wir das wenigstens auch gleich. Diesen dritten. Warte mal. Ich finde diesen dritten Teil nicht, um da reinzukommen. Kann doch nicht sein. Vielleicht ist er irgendwo auch in einem Innenraum. Das kann natürlich auch sein. Ja, gut, ich meine. Puh. So, den nehmen wir auch mal gar mit. Hoch oben auf dem Dach. Schön. Einer noch, dann haben wir 100. Ah ja, jetzt sind die Dinger wieder... Jetzt wurde es eh zurückgesetzt, weil, warum auch? Ja, nein, ich, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ah ja, und der dritte ist hier oben. Cool. Dann schauen wir mal, dass wir den als erstes kriegen. Ah ja. Ich nehme mir das mal kurz, danke. Ihr habt einen meiner Schlüssel gefunden? Ja, könnt ihr die anderen finden und in das Terminal stecken? Sie müssen ganz in der Nähe sein. Wer auch immer mich sabotiert, ist nicht besonders gut darin, Dinge zu verstecken. Das ist auch
ein bisschen nervig tatsächlich, dass du hier, wenn du nur zu weit weggehst, wirklich alles noch einmal neu machen musst. Wenigstens haben wir das dritte Teil jetzt gefunden. Damit können wir den Laden öffnen. Und übrigens Laden, dann gehen wir gleich weiter zu Dex. Ruby. Sind wir lang genug hier herumgegurkt. Ja! Danke! Keine Ursache. Moment, ich habe hier irgendwo die perfekte Belohnung für euch. Ah, hier ist sie. Herzlichen Dank. Die Schlüssel zum Kaiba. Gut, ja, wie gesagt. Und der 100. Yay! Von 1200? Waren das nicht mal irgendwas mit 66 am Ende? Hä? Wurde das geändert? Muss ich da mal nochmal nachschauen. So. Wo muss ich eigentlich hin? Okay, ich muss rauf. Okay, und dann da ins Eck hinein. Okay. Schauen wir halt, dass wir die Dinger vielleicht auch noch alle kriegen, ne? Hui! Wusch! Das ist wieder da unten. Nein, sorry, R4, dich wollte ich gar nicht nehmen. Was? Hallo, meine Güte. Wie komme ich da denn durch? So nicht. Egal, nicht jetzt. So, gemeinnützig. Mission abgeschlossen. Einfach mal Graffiti entfernen. Und der 101. So. Genug gearbeitet, Obi. Jetzt gehen wir ins Diner was essen.
Mal schauen, kann ich hier noch was einsammeln? Paar Dinge zerstören, ne? Niemand da? Okay, reg dich nicht so auf. Ich mach ja so schnell ich kann. Das ist Dex. Mal sehen, wo das Problem liegt. Du, hast mich kalt erwischt. Wanda, meiner besten Kellnerin, ist eine Sicherung durchgebrannt. Und ich schaff's nicht, alle Kunden zu bedienen. Würdest du deinem alten Kumpel aushelfen und ein paar Bestellungen zu den richtigen Tischen bringen? Ich bring die alte Wanda wieder in Ordnung. Wenn wir fertig sind, gehöre ich ganz dir. Okay? Obi-Wan Kenobi, Kellner. Toll! Du musst einfach nur herausfinden, was die Kunden bestellt haben und ihnen dann das Richtige bringen. Wenn ein Druide das schafft, dann sicher auch ein Jedi. Ja. Mit Sicherheit. Ich glaube, es wäre fast schneller, nach Naboo zu fliegen und mir dort selbst ein paar Nunaschenkel zuzubereiten. Nunaschenkel. Aha. Was sind die hier? Nein. Die hier. Ich glaube, es wäre fast schneller nach... Ja. Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo zu fliegen und mir... Hallo? Ich glaube, es wäre fast schneller nach Naboo zu... What the... Wow, lass mal probieren. Oh, Mann. Was ist denn nun mit meiner 6-6-Schicht-Torte? Dauert es etwa eine ganze Schicht lang, die zu backen? Ein Törtchen. Perfekt. Vielen Dank. Es geht doch nichts über ein großes Tässchen Ardis. Wohin? Okay, wohin ist die Kellnerin verschwunden? Sie ist kaputt. Mein Ardis, danke. Wenigstens können sie sich alle bedanken. Wo ist mein Shorter Club Sandwich? Meine Parkour läuft in 5 Minuten ab. Und das Ding verdrückst du in 5 Minuten? Ja. So, dann kriegst du natürlich diesen komischen... Könnt ihr mir meine Photonenbrause bringen? Grünen Saft. Sie ist hellgrün. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Die Photonenbrause. So, genug gearbeitet für Dex. Besser spät als nie. Ich hoffe, du kannst mir jetzt helfen. Haben alle ihre Bestellung erhalten? Klasse. Ich schulde dir was. Und Wanda auch. War reichlich Arbeit nötig, aber sie wird schon bald wieder Tische abräumen. Worüber wollt ihr reden? Setzt euch. Bin gleich für euch da. Sag mir, was das ist. Was du hier hast, ist ein Kamino Saber Dart. Kamino, das kommt mir nicht bekannt vor. Liegt das in der Republik? Nein, nein, es ist hinter dem Outer Rim. Diese Kaminoaner bleiben gewöhnlich unter sich. Sie sind Kloner. Kloner?
Nein, R4. Ich habe Kamino auf den üblichen Karten noch nicht bemerkt. Los, gehen wir zum Archiv. Ich habe auch noch nie von Kamino gehört. Überprüfen wir die Koordinaten von Dex in den Jedi-Archiven. Mal sehen, ob wir mehr herausfinden können. Okay. Also geht's das erste Mal auf zum Jedi-Tempel. Ein paar Strolche haben meinem Freund das Taxi geklaut. Diese Nichtsnutze sollten sich lieber bei einer sinnlosen Arbeit krumm und bucklig schuften. So wie alle anderen auch. Ja. Taxischwund. Trete zurück. Ich kümmere mich darum. Aha, aha. Der ist da oben, also da komme ich mit den Dingern aber auch rauf, ne? So, schauen wir mal, ob drei reichen. Ja. Wie entzückend. Willkommen im Uskro-Bezirk. Warum? Das ist so eine dämliche Kollisionsabfrage. Vor allem, dieses Problem gab es in Spielen aus den frühen 2000ern. Das Spiel ist von 2022. Ah, das muss echt nicht sein. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist garantiert was wert. Wer es findet, das behalten. Ach, darunter muss ich. Okay. Auf zum Jedi-Tempel. Ich kann euch überall hinbringen. Seid ihr bereit für die Fahrt? Nein, zum Senatsbezirk zurück? Okay. Eine schöne Reise. Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Viel Spaß im Senatsbezirk. Wie schön, dass es jetzt wieder Tag ist. Okay. Dann muss ich von hier irgendwie zum Jedi-Tempel kommen. Okay. Und jetzt noch einmal. Kannst du ja losgehen? Das ist ein bisschen umständlich, meiner Meinung nach. Wo müsst ihr hin? Aber okay. Gute Reise. Da waren wir noch gar nicht, ne? Aha. Wenn das nicht schick ist. Tollkühner Sprung im wahrsten Sinn des Wortes. So weil unzivilisiert. Er sich halt wieder mal nicht angehalten hat. Aus Gründen. Kalt? Für eine Gruppe, die behauptet, den Frieden zu wahren und Meditation zu praktizieren, lieben diese Jedi ihre Laserschwerter schon sehr. Bei diesen Typen ist immer alles. Hat sie nicht ganz unrecht, ne? Okay, da geht's nicht weiter.
Schön, der Jedi-Tempel. Randalieren wir hier auch mal ein bisschen, ne? Eines Tages werde ich so weise sein wie Yoda, so stark wie Meister Windu und so berühmt wie Yarael Puff. Ach, Yarael Puff ist wirklich so berühmt in der Star Wars Galaxis. Ja, gut, das zu wissen. Yarael Puff ist ein Jedi, der im Jedi-Rat saß, in Episode 1, glaube ich sogar nur. Leider weiß ich die Spezies jetzt gerade nicht auswendig, aber das war der mit dem langen, dünnen Hals. Ich glaube, es gibt ja eh eine Figur von ihm hier in dem Spiel, also das werden wir dann eh einmal sehen. Obwohl, ich könnte auch einfach ein Bild von ihm einblenden aus dem Film, beziehungsweise halt ein Promobild von ihm, ne? Machen wir das doch mal. Ja. Und offensichtlich ist er sehr berühmt. Okay, R4. Lade die Koordinaten ins Terminal hoch. Okay, da brauchen wir einen Protokolldruiden. Bilder von den Jedi. Kai Adimundi. Mace Windu. Keine Ahnung. Vielleicht ein junger Count Dooku. Yoda natürlich. Oh. Obi, aber in Episode 3 Outfit. Bisschen anachronistisch, aber das macht nichts. Qui-Gon. Da ist noch ein Gerücht wo? Okay. Wo denn?
Vielleicht ist das nur im freien Spiel da. Egal, machen wir weiter. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren darüber, ich werde. Okay, jetzt ist das alles da, ne? Ich hörte einige Meister sagen, wenn ihr die Büsten in einer bestimmten Reihenfolge anordnet, würde etwas in diesem Raum entsperrt. Anscheinend ist die Reihenfolge mit einer alten Prüfung verbunden, an der die Meister teilgenommen haben. Vielleicht erinnert sich die Archivarin. Jocasta! Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Die Jagd auf die Sumpfschwänge war ein so hitziger Wettkampf, dass ihm Gemälde und Büsten in den Archiven gewidmet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, Dooku belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil der Schiedsrichter die Sumpfschwingen, die auf seinem Kopf nisteten, nicht gezählt hatte. Okay. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln, konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige fing. Und das auch nur, weil diese von einer Bö gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. So lautet die Geschichte. Fragt ruhig, wenn ihr sie erneut hören möchtet. Okay. Dann ist das tatsächlich Dooku, ne? Das ist Dooku. Nur weil er der beste Sumpfschwingenfänger war, heißt das nicht, dass er sehr beliebt war. Wir sollten das jetzt wirklich entfernen. Ja, aber... Hä? Ach so, hier ist die Platzreihenfolge. Okay, also Dooku war Erster, ne? Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Ich tu das richtig anordnen. Komm schon. Yoda war Letzter. Himmel! So. Vorletzter war Mace Windu. Seid damit vorsichtig. Ich glaube, das dürfte er hier sein, ne? Als einziger. Ohne Haare. So. Dann Qui-Gon wurde von Obi-Wan übertroffen, also ist Qui-Gon Vierter. Dann Obi-Wan Dritter. Ah ja, das soll wohl Dooku sein, ne? Der war Erster. Dann der gute Ki-Adi ist Zweiter. Und Obi-Wan war Dritter. Ich hoffe, das ist korrekt. Sehr schön. Das Geheimnis in den Archiven.
So, was sagt's uns eigentlich noch hierzu? Das ist Mace Windu. Benannt nach der Waffe, mit der er seine einzige Sumpfschwinge fing. Dem Wind. Das werde ich besser nochmal nachschlagen. Witz, Witz. Das ist natürlich Ki Adimundi. Ein durchschnittlicher Sumpfschwingenfänger mit einem überdurchschnittlichen Kopf. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon. Beim Fangen von Sumpfschwingen hat die Macht ihm nicht gerade gelacht. Es ist schrecklich einsam in diesen Archiven. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Das ist Obi-Wan Kenobi. Ein gut aussehender junger Mann. Ja. Er war jedoch ein wenig zu selbstzufrieden, nachdem er Meister Qui-Gon in der Jagd nach den Sumpfschwingen geschlagen hatte. Wieso sagen die dieser Synchronsprecherin nicht, dass es Qui-Gon heißt? Ach ja, Meister Yoda. Eine friedliche, diplomatische Seele. Entschied sich dafür, Sumpfschwingen mit Worten einzufangen und wurde Stockletzter. So, was sagst du mir noch? Die Büsten müssen der Geschichte entsprechend richtig angeordnet sein. Ja, ja. Aber ich gleiche sie gern mit den Bildern ab. Ja, gut. Das haben wir ja jetzt schon geschafft. Okay, dann geht's weiter. Warte mal. Da ist auch noch ein Stein dahinter? Aber wieso? Interessant, interessant. Was das wohl damit wieder auf sich hat. Ach, okay. Aha. Man kriegt wahrscheinlich auch noch einen Stein, wenn man sie so anordnet, wie sie alle gehören, oder? Weil sie waren am Anfang ja auch nicht so angeordnet. Ja, aber das machen wir jetzt nicht mehr, weil, ja, das heben wir uns ein andermal auf. Okay, kann ich hier, weil das die Galaxiskarte ja da und so blinkt, kann ich da gleich wieder hinreisen, ja. Hätte ich mir das Rausgehen sparen können. Na dann, auf nach Kamino. Ja, das sollte das richtige System sein. Halte die Augen offen nach unserem fehlenden Planeten. Ja, nehmen wir den hier? Den großen? Was ist denn hier eigentlich? Schießübung. Okay, warum nicht? Hm. Ach, die sind... Cool. Ja, das schaffe ich natürlich jetzt nicht wieder mal. Ja,
Immerhin eine Bronzemedaille. Machen wir das nochmal. Ernsthaft, wieso man da in der falschen Richtung startet, ist halt... Passt. Und Tamin Wexley freigeschaltet. Sehr schön. Was gibt's hier noch? Noch ein Kyber-Komet, ne? Gut, dann auf nach Tipoca City. Okay. Ja. Sag mal, was ist denn das wieder? So, willkommen auf Kamino. Meister Jedi, ich habe euch erwartet. Willkommen. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ich werde erwartet? Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Ja, eine Klonarmee. Aber ihr könnt es sicher kaum erwarten, die Einheiten zu inspizieren. Hier entlang, bitte. Als mein Meister euch den Auftrag für die Armee erteilte, sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Sifo-Dyas bestellte diese Armee für die Republik. Meister Sifo-Dyas? Er wurde doch getötet, und das schon vor fast 10 Jahren. Es tut mir leid, das zu hören. Okay. Sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Ja, Klone können kreativ denken.
Ihr werdet feststellen, dass wir den Droiden immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen, R4. Hm. Diese Klone, wie alt sind... Oh ja, wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Okay. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Jango Fett sehr gerne kennenlernen. Es wäre mir ein Vergnügen, dies zu arrangieren. Mhm, da brauche ich wieder eine Schlüsselkarte oder Credits halt, ne? Wenn der gute Lama Su nicht so langsam gehen würde. Ach, ein Klon. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Toba! Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. Wo wir gerade von Boba reden. Jesus! Warum geht das nicht schneller hier? Das ist Jangos Zimmer. Möchtet ihr ihn treffen? Finally. Okay. Oh Mann, das sind halt wieder Gänge und Gänge. Sollen wir uns ein bisschen umschauen, bevor wir mit Django reden? Das könnte vielleicht gar nicht schaden. Nur, dass ich mich dann nicht wieder verlaufe hier. Unsere Ozeane sind gefährlich wild. Bitte gebt Acht, während ihr hier seid. Wenn ihr hineinfallt, riskiere ich nicht mein Leben, um euch zu retten. Aber es ist schön, Besuch zu haben. Hm. Okay, da ist ein Kaiberstein dahinter. Ist halt die Frage, ich glaube, da komme ich nur mit dem Protokolldruiden durch, ne? Der sich ja zweiteilen kann. Ach, Mist. Es ist unabdingbar, dass alle unsere Klone beim Zielschießen und beim Einsatz von Blastern überdurchschnittlich gut sind. Wenn ihr ein begabter Schütze seid, wären sie sicher für eine Vorführung in der Schießanlage dankbar. Mhm. Aber wir haben keinen Blaster mit. Ach Gott, da gibt's noch eine zweite Ebene. Ach du meine Güte. Bleiben wir mal oben. Wenn ihr einen Klon von euch selbst, eines Geliebten oder eines Haustiers in Auftrag geben wollt, muss ich euch enttäuschen. Unsere Einrichtung ist derzeit ausgelastet.
Darf ich empfehlen, das Wesen, das ihr klonen möchtet, in Carbonit einzufrieren, bis wieder Platz ist? Ach, hier bin ich ja gestartet, ne? Nicht, dass wir den kurzen Weg hier gehen. Nein, nein, wir rennen einmal quer durch die ganze Stadt. Oh. So viel zum Aufregen. Das Büro von Lama Su ist immer verschlossen, wenn er nicht da ist. Mhm. Es wäre klug, auf seine Rückkehr zu warten. Der Zugang ist zu Recht nicht einfach. Er besitzt viele wertvolle Gegenstände. Mhm. Ich würde es begrüßen, wenn ihr nicht versuchen würdet, ohne Erlaubnis einzutreten. Aber ich verstehe, dass ihr nicht verpflichtet seid, auf mich zu hören. Immerhin reden die Kaminoaner nicht so schlimm wie die Gangens. Das ist ja schon mal ein massiver Vorteil. Ah, und da haben wir den Wookie. Sehr schön, merken wir uns. Ach, du verstehst mich? Oder doch nicht? Muss ich doch mit einem Protokolldruiden mit ihm reden? Komm schon. Sehr seltsam. Aber merken wir uns, dass der hier im Eck im wahrsten Sinne des Wortes ist. Okay. Ach so, das war Lamasus Büro. Okay. Aha. Ah ja, da brauche ich das Ding wieder. Okay. Aha. Was für eine Granate. Ach, rauf geht's da auch noch. Im Aufenthaltsraum ist Teil unserer Ausbildung, aber ich glaube, sie haben unsere Fähigkeiten überschätzt. Wenn ihr es schafft, gehört euch der Preis. Das ist nur fair. Mhm. Das könnte tatsächlich Rex sein. What the hell? Was? Okay. Okay. Und jetzt noch ins andere rein, ne? Okay, das war jetzt nicht zu schwierig. Go to versenken 1. 1?
Kann ich das noch einmal spielen? Okay, kriege ich nur Stats. Okay. Ja gut. Nice. Ein Kaiberstein. Manchmal versuche ich, mich in eine Gruppe der Klone zu integrieren. Nur wenn man sich vollständig in eine Gesellschaft einfügt, kann man sie wirklich ergründen. Doch obwohl ich immer die passende Rüstung trage, erkennen sie mich jedes Mal. Woran das wohl liegen mag? Sicher nicht an deiner komplett anderen Physiologie. Okay, ja, da geht's rauf. Okay, da haben auch noch zwei Kaibersteine. Besser schieße, werde ich die Klonschule nie abschließen. Ihr seht aus, als wüsstet ihr mit einem Blaster umzugehen. Könnt ihr es mir beibringen? Nein, sorry, nein. Kein Blaster hier. Schon. Schalter tippen in Tipoka. Das war Gott sei Dank relativ einfach. Wäre auch peinlich gewesen, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten aufs erste Mal. Ah, 110 schon. 111 schon. Nice. So, gehen wir da noch schnell nach hinten. Schauen, was hier noch ist. Ah, okay, noch eine Landeplattform. Und ein angelnder Kaminoaner. Wie verblüffend. Ich nehme an, ihr habt das seltsame Artefakt da oben entdeckt. Mhm. Okay. Ist halt die Frage, wie komme ich hin? Ah, okay, da kann ich mich aufziehen. Wirbeln im Wolkenbruch. Danke, R4. So, reden wir mit Django. Ich frage mich ja, ob wir dann auch nochmal mit Anakin auf Naboo oder auf Tatooine spielen. Django, willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten.
Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. Ja. Wenn unser Verdacht korrekt ist, wird er versuchen, schnell von hier fortzukommen. Mhm. Wir suchen am besten die nächste Landeplattform auf. Oh, Kampf gegen Django. Schau mal, der Jedi! Super, komm mal drauf, ich kümmere mich darum. Ich verstehe, warum sie die Klone wollten. Oh, großartig. Eine Controller-Batterieleistung ist schon wieder im richtigen Moment leer werdend. Er will ganz sicher nicht kooperieren. Faust. Er darf nicht so einen großen Vorsprung gewinnen. Los! Machtreflexe haben ihren Vorteil, R4. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgen wir ihm. Okay, kann ich hier außen auch zurück oder muss ich da erst wieder durchrennen? Wahrscheinlich muss ich einfach durchrennen, ne? Und wir haben schon wieder fast 1 Million Stats. Danke an den Steinchenmultiplikator. Das jetzt hier zurückrennen zum Schiff ist halt auch Spielzeitstreckung, ne? Okay, wohin? Weltraum über Kamino, gut. Kopfgeldjägerfrust, folge dem Ortungssignal und such Django Fett. Okay, was haben wir hier eigentlich schon alles? 77%. Okay, irgendwas fehlt noch, aber das können wir offensichtlich noch nicht kriegen. Okay. Na dann, ja, folgen wir halt einfach mal dem Signal, wo auch immer es sein mag hier. Django-Jagd.
Ach, ein Label, okay. Dad, ich glaube, uns hat einer entdeckt. Halt dich fest, Sohn, wir fliegen in das Asteroidenfeld. Wir werden sie nett überraschen. Bereit machen. Okay. Jetzt wird's holprig. Irgendwo hier ist er. Schauen wir mal, dass wir die Mini-Kids kriegen. Du bist am Zug. Das wird ein großer Kampf. Ha, die Seismic Charges. Schön, dass sie wenigstens diesen Soundeffekt direkt übernommen haben. Das ist gut. Seismische Bomben, halt dich bereit! Ja, bevor wir uns hier jetzt um Django kümmern, mal schauen, dass wir sowohl die Steinchen kriegen, als auch die Minikits. Und hoffen wir, dass nicht mittendrin mein Controller eingehen wird. Das wäre extremst bitter. Okay, das Minikit ist da halt einfach, das schwebt da. Na gut, nehme ich. Wow. Frage ist halt auch wieder, was sind die Missionen hier? Anakin würde das gefallen. So. Die Steinchen haben wir. Aber mehr Steinchen können nie schaden. So, jetzt müssen wir halt nur wieder raus aus diesem Asteroiden.
Okay, da drüben ist er. Und das dritte Minikit. Und da unten sehe ich schon das nächste. Zielsuchraketen. So, Nummer 4. Ja, wo ist das letzte? Ah ja. Und Nummer 5. So, Django, wo bist du? Und Django's Sternenschiff, Slave One heißt sie übrigens, ne? Was, der ist in dem Komet drinnen? Also, ja, Asteroiden meine ich. Das war knapp. Ah ja. Okay, eine Herausforderung haben wir geschafft, welche auch immer das war. Willst du es also haben? Na gut. Na, wo ist er denn? So leicht schüttelt ihr mich nicht ab, Kopfgeldjäger. Oh, Mann. Ich habe keine Lust auf Spielchen. Da bist du ja. Hier ist mein Talent verschwendet. Okay, die zweite zweite Herausforderung geschafft. Bloß nicht verlieren hier wieder. Komm nicht näher! Du strapazierst meine Geduld. Ja, meine auch.
War's das jetzt? Was verbergt ihr, Django? Oh Mann. Wer hat euch rekrutiert? Es ist eine scheiß lange Mission. Irgendwo hier musst du sein. Erwischt. Warum gibst du nicht einfach auf? Weiter. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich habe nie behauptet, ein Spitzenpilot zu sein. Oh Mann. Und noch einmal das Ganze. Ja, ich weiß. Danke, Controller. Die Sequenz dauert im Film, glaube ich, keine 5 Minuten. Schnapp ihn, Dad, schnapp ihn! R4, wirf die Ersatzteile ab. Gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4. Gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Nein, nein. Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Gut. Level abgeschlossen. Spiel freigeschaltet. Wahrer Jedi bekommen. Mit dem Doppelten an Anzahl, was sehr gut ist. Okay, 2 Herausforderungen, eine fehlt. Und Minikits haben wir auch alle 5. Sehr schön. Ich habe dich noch nie so gesehen. Gab es in deinem Traum viel Sand? Ja, sehr viel, aber darum geht es nicht. Wir müssen nach Mos Espa. Ich muss mich vergewissern, dass es meiner Mutter gut geht. Ach, wir sind wieder auf Theed. Okay. Galaxiskarte, gut. Wir müssen nach Tatooine reisen. Zu Watto. Wieder einmal.
Na dann tun wir das. Willkommen zurück. Und die gute Partner ist einfach schon mal da. Klar. Steig ein. Wo müsst ihr hin? Auf der Suche nach neuen Informationen. So. Dann gehen wir halt mal zu Watto. Jetzt auf den direktesten Wege. Und ich denke, ich werde dann auch. Genauso wie in Episode 1. Wer ist da? Hände weg von meinen Waren. Hier. Es sei denn, ihr wollt dafür bezahlen. Wieder einen kleinen Cut machen in der Aufnahme. Weil die jetzt auch schon wieder relativ lang läuft. Aber mal schauen. Kommt jetzt eine Zwischensequenz. Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Schwie? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtbarmer namens Lars. Geschäft ist Geschäft. Hä? Wo ist ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf-Evaporatoren. Ihr findet sie schon. Wie einfach mal sein Schwert zuerst rot war. Na gut, dann, wie gesagt, werde ich hier mal einen kleinen Cut setzen. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. Und dann geht's im Anschluss für euch nahtlos weiter. Und gleich sind wir jetzt wieder zurück auch schon. Watto hat sich inzwischen in diese Mon Cala-Dame hier verwandelt. Warum auch immer der jetzt nicht mehr da ist, nachdem ich jetzt der neue gestartet habe. Weil, wie gesagt, ich nehme das hier wieder in zwei Parts auf natürlich. Ja, keine Ahnung. Wir müssen zurück zu unserem Schiff. Es war nur ein ganz kurzer Abstecher hierher nach Mos Espa. Beziehungsweise nein, wir müssen hierher. Zum Taxi. Okay. Was ist euer Ziel? Ja, die Jundlandwüste, ganz genau. Gute Reise! Willkommen in der Wüste von Tatooine. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand mag. Und Jawas. Wir mögen doch alle Sand und Jawas. Außer Anakin vielleicht. Sand ist schließlich irritating, coarse, rough, and it gets everywhere. Okay, der Ladescreen war jetzt mal Ewigkeiten lang. Ich meine, das cutte ich sowieso alles raus, aber Halligalli, ich glaube, zuerst einmal ein Ladescreen, einfach nur zum Laden, ja. Den habt ihr noch nie gesehen, weil die schneide ich, wie gesagt, immer raus. Und dann war das Bild einfach einmal schwarz eine Minute lang. Ich habe mir schon gedacht, okay, gut, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. Wobei, der Ton war ja immer noch da, also ganz, ganz strange. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich sammle hier halt einmal ein paar... Satz, aber offensichtlich hier die Feuchtfarm. 3PO! Wenn die anderen Druiden in der Werkstatt von Meister Owen sitzen und darauf warten wollen, dass das Ölbad sich von selbst repariert, sollen sie doch. Ich bin jedoch nicht so naiv. Und nun entschuldigt mich. Ich muss in der Wüste jemanden finden, der Reparaturen durchführen kann. Okay, nicht 3PO. Schade.
So, da geht's mit der Story weiter. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand gelangt wirklich überall hin. Du bist 3PO. So, Frage. Finden wir auf die Schnelle hier noch Kaibersteine? Ein Speeder. Wenn ihr die Macht beherrscht, können Droiden sogar noch nützlicher sein. Hebt uns einfach dorthin, wo ihr uns braucht. Wir sind echt praktisch, nicht wahr? Okay. Okay. Das ist aber auch ein ganz schönes Riesengebiet hier. Junge, 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 Junge. Und halt, nachdem es eine offene Gegend ist, so unübersichtlich. Das mag ich ja gar nicht. Gonki. Vorsicht, kleines Oktagonk. Na gut, beschützen wir den Gonk-Druiden. Okay. Jesus. Ich kann mich auf den Gong drüben draufsetzen. Was? Sorry, Gonko, das wollte ich nicht. Ja, ja, wir töten mal ein paar Sandleute. Wir sind so böse. Gonko. Auch ein roter Protokollsriede. Das ist ein Taskenräuberlager. Hier leben nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder. Was für ein faszinierender Haufen. Naja, okay. Okay. Müsst ihr quer über den Planeten? Steigt ein und streckt die Beine aus, oder was auch immer.
Ach, da geht's noch weiter, okay. Rennen wir mit dir jetzt die ganze Map ab, Gonk-Druide. Ach, hier, okay. Ein Weequay, cool. Eigentlich möchte man meinen, es wäre hell hier drinnen, wenn man das Lichtschwert zündet. Okay, mehr ist hier nicht. Na dann, tschüss Gonko. Das war jetzt unbefriedigend einfach. Aber okay, Kaiberstein, ich nehme ihn. Zeig mir den Weg. Okay. Dann runter. Wie kommt denn unser Raumschiff hierher? Na, machen wir mit der Story weiter. Eh schon wieder viel zu lange herumgeblödelt hier. Der Hersteller! Oh, Meister Annie! Ich wusste, ihr würdet zurückkehren! Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise gefällt dir nicht, was du dort vorfindest. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Meister Kraken, denke wirklich, ihr solltet... Los, 3PO, du kommst mit mir. Oh je. Ach ja, 3PO war im Film aber nicht dabei. Just saying. Ich spüre etwas. Hier lang. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. Also ein sehr kleines und sehr nahes Taskenlager. Und niemand da? Mom? Selbst aus dieser Szene haben sie was Lustiges rausgeholt. Warum konnte ich sie nicht retten? Anakin, mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopfgeldjäger Jango Fett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Kloneinrichtung auf Kamino, dann zu den Druidengießereien auf Geonosis. Count Dooku stellt dort eine Druidenarmee zusammen. Warte. Anakin,
Bleib, wo du bist. Beschütze die Senatoren, koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du vorhast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Na gut. Padme, du hast Meister Windu gehört. Er hat mir ausdrücklich befohlen, hier zu bleiben. Er hat dir ausdrücklich befohlen, mich zu beschützen. Los, gehen wir. Obi-Wan ist in Gefahr. Stimmt ja. Geonosis und Tatooine sind tatsächlich so nah beieinander. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Steinchenkomet, aber irgendwie hat das Ding keinen Saft zum Schießen. Oder ich drücke mal wieder die falschen Tasten, aber ich glaube nicht. Tja. Da wären wir. Da gibt es wieder ein Rennen, okay. Und was auch immer das hier sein mag. Eine Raumschlacht, ah, cool. Vorbereiten zum Angriff! Ja, ich kann eh nicht schießen, Leute, sorry. Warum kann ich nicht schießen? Jäger, greift an! Mach dich bereit für deine Vernichtung! Hallo? Jo. Verzeihung, ich ließ mich mit. Geht's trotzdem nicht? Ja, gut. Wurscht. Wir landen einfach mal. Himmel! So, die Stargazin-Stockkolonien auf Geonosis. Yay. Ach Gott, das ist auch extrem unübersichtlich, ha? Oh, neue Aufträge auf Naboo auch freigeschaltet. Coole Sache das. Oh, hier sollte gleich irgendwo ein Kaiberstein in der Nähe herumgurken. Schauen wir mal, ob wir den finden und ob wir ihn einsammeln können, ne? Mm-hmm.
Und der ist da oben. Ich glaube, da komme ich aber nicht drauf. Noch. Ne. Keine Chance. Auch so ein unübersichtliches Gelände hier. Was haben wir da noch? Ich meine, ja, Dinger zum Hochheben, aber weswegen? Und um darauf zu kommen? Was ja eh nicht geht, wieder einmal, ne? Was ist? Okay. Du, meine Güte, dieser Ort sieht gefährlich aus. Es ist noch nicht zu spät, um zur Farm zurückzukehren und... Mag das nicht, wenn diese großen, offenen Gebiete so viele Ebenen haben. Ja, da brauche ich auch einen Schrottsammler dazu. Ja, das allermeiste kriege ich eh wieder nur im freien Spiel, leider. Nicht unbedingt eine herzliche Begrüßung der Einheimischen. Was denn? Okay. Okay. Dauert jetzt weiter rein. Okay. Dachte schon, das wäre vielleicht ein Kalberstein gewesen. Aber leider nein. Liegen hier alle nicht am Weg. Schade. Runter, oder? Doch. Sofern du nicht lieber durch die Vordertür hineingelangen möchtest. Los jetzt, Obi-Wan ist irgendwo da unten. Ups. Hat niemand gesehen. Ah, da oben ist einer. Frage, wie komme ich darauf? Nützt mir nicht wirklich was. Wow, doch.
Come on! Wo bin ich? Geil. Nein, nicht jetzt. Ich will da nochmal raufkommen. Mich sehr gewundert, dass ich da raufhüpfen konnte. Ach! Really? Geht doch, in die Röhre. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war zu machen, aber wir haben es so gemacht jetzt. Think outside of the box. 119. Yay, einer noch, dann haben wir ein Zehntel. Hui, cool. Okay, machen wir weiter. Furore in der Fabrik. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Halt. Das also nennst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Mit Sicherheit. Dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Okay. Okay, es ist wieder ein Level. Gut, gut. Eigentlich sollten Chinosianer fliegen können, ja, sag ich ja. Na schade. Aber irgendwie muss ich da ja hinkommen. Vor allem irgendwo muss sie auch weitergehen. Ja, stirb halt. Wenn sie unsere Hilfe gebraucht hätten, hätten sie... Tolles Timing, ihr beiden. Könnt ihr diese Energiezellen starten? Energiezellen? Hä? Okay.
Ich durchschaue es leider nicht ganz. Aber eigentlich müsste er so doch schweben können, ne? Nicht? Irgendwie müssen wir da in die Mitte kommen. Ja, cool, er zog. Gehst. Ich check halt gerade überhaupt nicht, was zu machen ist. Hä? Es ist so nicht selbsterklärend. Ja, okay, gut. Ich kann zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Was bringt es mir? Entweder habe ich jetzt gerade den größten Brainfart aller Zeiten, oder es ist wirklich einfach nicht nachzuvollziehen, was hier zu tun ist. Ja, üb du mal deine Reden, gut. Ja, okay, da sterbe ich. Da ist was für einen Imperialen, okay. Oder halt... oder? Nein. Doch. Ja, ich check's nicht. Was wollt ihr von mir? Irgendwie muss ich ihn darüber kriegen. Logisch, ja? Und ich nehme mal an, ich muss ihn mit Anakins Machtfähigkeiten rüberheben. Aber so weit reicht das halt hier nicht. Das so rüberkriegen? Nö, weil sie rennen wieder runter. Ach, come on. Okay. Daran habe ich jetzt einfach gar nicht gedacht. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich das Ding hier zerstören soll und dann damit eine Brücke bauen. Überhaupt nicht dran gedacht. Ich meine, ja, es hätte mir einfallen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann im Internet jetzt nachgeschaut und... Ich fürchte, wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit, R2. Und... Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. Hast du es, 3PO? Und der Typ, bei dem ich es mir jetzt angeschaut habe im Internet, der hatte auch kurz Probleme damit, weil er nicht wusste, was er machen soll. Aber, ja, okay. My bad.
Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Gut. Anakin, wie? Kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? Warum konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Hä? Dieses Werk ist riesig. Dookus Droidenarmee muss rasend schnell wachsen. So, die zwei stehen immer noch hier. Hoppala. Okay. Arbeitet der hier? Hey, ich will mit eurem Vorgesetzten sprechen. Von hier aus kriegen wir das nicht wieder zum Laufen. Typisch. R2, bist du noch da, Kumpel? Aha, aha, okay, zu groß, das heißt, da werde ich wahrscheinlich 3 PO brauchen als halben Droiden. Okay, aber ist halt immer noch die Frage. Nein. So. Geht's hier auch runter? Oh nein! Maschinen erschaffen Maschinen. Wie pervers. Okay. Droiden werden nicht als Bedrohung wahrgenommen und deshalb von Feinden ignoriert, solange sie sich friedlich verhalten. Okay. Na gern. Jo, aber wo eigentlich? Ach, stimmt ja. Es gibt ja Minikids auch wieder in dem Level. Ups. Das habe ich ja jetzt komplett vergessen. Vor allem, ist da unter mir eines? Offensichtlich. Wie komme ich denn an das ran?
Woher hast du noch immer all diese Ideen? Kommst du 3PO oder? Ach hier, okay. Ah. Also das Level läuft ja jetzt mal überhaupt nicht gut. Ausweichen. Da kommt die legendäre Weisheit der Jedi zum Vorschein. Was haben wir denn hier Schönes? Und 3PO tänzelt oben im Fenster. Auch cool. Was? Jo, gut, das kann Padme jetzt benutzen. Okay. Hier die Steinchen werden wir kriegen, ja, aber. Oh. Was ist das denn? Eine Seilrutsche? Wo ist euer Vorgesetzter? Macht er gerade Pause? Diese Fabrik sollte geschlossen werden. Nichts entspricht hier den Vorschriften. Super Battle Droids und Geonosianer. Sehr cool. Thank you.
Hat der denn für eine komische Aura um sich herum? Ach, ganz merkwürdig. So, das gibt uns wieder Starts ein paar, wenn wir das alles wieder zusammenbauen. Hier sind wir. Das ist ja lebensgefährlich. Hier ist wirklich eine Sicherheitsprüfung fällig. R2, 3PO, hier entlang, los! Yay! Und die Stats haben wir alle, sehr gut. Wo sind sie denn überhaupt? Ah, oh, sind wir schon hier, gut. An den Minikids bin ich halt jetzt an allen Beinhard vorbeigelaufen, oder? Okay, hier ist irgendwo eines. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich raff halt nicht wo. Ach! Okay, er malt es. Okay, aber was muss ich da machen? Ja, warten wir halt jetzt noch einmal, bis er wieder durchgemalt hat. Okay, okay. Okay. Leider hätte man dieses Minikit auch früher holen müssen. Weiß man halt leider nicht, ne? Ja, wenn ich die Level dann nachspiele, um alles zu vervollständigen, werde ich mich dieses Mal auf jeden Fall im Vorhinein schlau machen, was man alles genau machen muss und wie, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Sucherei und die Versuche, irgendwas zu kriegen, sind halt teilweise mühsam. Ah ja, R2 to the rescue. Hilfe! Hilfe! Wir müssen Padme helfen, sofort! Ja, ja, tun wir, tun wir. Ich
einschalten? Muss ich mich erst von Kastenräubern entführen lassen, bevor ihr mir helft? Keine Bewegung, Jedi. Bringt sie fort. Mixe schlagen vor. Mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Als erste Maßnahme mit diesen Sondervollmachten werde ich eine große Armee der Republik ins Leben rufen, um die zunehmende Bedrohung durch die Separatisten abzuwehren. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Besuchen, ich werde die Klone auf Kamino. Na gut, das Level war ja halt jetzt mal komplett für den Hugo. Ja, die Steinchen haben wir natürlich, dank des Multiplikators, das ist kein Problem mehr. Okay, eine Herausforderung, immerhin. Weißt du nicht, wann wir die jetzt gekriegt haben, aber gut. Ja, und kein einziges Minikit, also fail, fail. Yay, und Padme vom Schiff freigeschaltet. Wir sollten schnell nach Geonosis. Oh, Mace. Obi-Wan steckt möglicherweise in ernsten Schwierigkeiten. Okay, oh, Mace, Kid Fisto auch. Na, wie geil. Und Kayadimandi auch. Yay. Na, jetzt kommen wir mal mit den Jedi hier. Endlich ein bisschen vorwärts. So, aber hier müssen wir eigentlich jetzt eh nichts mehr einsammeln. Dann seid ihr hier richtig. Wir fliegen gleich. Wollen wir dann mal los? Zur Landeplattform Nord. Gute Reise. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Man würde meinen, dass Jedi eigentlich direkt vom Tempel wegfliegen. Nope. Und nicht erst die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen. So, okay, es ist im Endeffekt wurscht, wohin. Nein, nein, hier müssen wir her, aber wir haben mit beiden was zu tun. So, ich werde nochmal schnell in den Weltraum fliegen. Und schauen, ob ich jetzt wieder schießen kann. Jetzt kann ich wieder schießen. Warum auch immer das Schiff von Padme nicht schießen konnte. Vielleicht ist es tatsächlich einfach ein Schiff, das nicht schießen kann. Das kann natürlich sein. So, da hätten wir wieder ein Rennen. Machen wir das halt gar. Oh, und dann können wir die nächste Jedi freischalten. Ayla Secura. Okay.
Es dürfte wenigstens halbwegs ersichtlich sein, wo man hin muss, ne? So, das war's noch gar nicht. Ups. Welp. Okay, dann noch einmal. Yay! War eh nur, glaube ich, der fünfte Versuch jetzt. Gut. Haben wir Ayla jetzt bekommen? Sollten wir doch eigentlich, oder? So, da ist noch die Raumschlacht, die wir ja das letzte Mal nicht machen konnten. Ups, ich glaube, jetzt habe ich den Falschen zerstört. Wir werden euch und euer Schiff vernichten. Ihr Narren, ihr könnt uns nicht besiegen. Wir sind viel mehr als ihr. Möglich. Oh, ein Steinchenkomet. So, wo schweben noch ein paar herum? Ach, da ist einer. Das ist übel. Na, Gott sei Dank. So. Gut, wir haben der Republik wieder zu einem Sieg verholfen. Sehr schön. So, da ist der Komet hin verschwunden. Ach, das ist der Kaiberstein-Komet. Gar nicht der Steinchenkomet.
Sehr schön. Wieder 5 einfache Kaibersteine. So, was noch? Okay, Tatooine. Das Rennen. Okay, da landen wir. Was haben wir hier? Da müssen wir hin. Ach, schon wieder ein Kampfschiff der Handelsföderation, okay. Aber das haben wir ja schon. Das müssen wir ja nicht noch einmal besiegen. I don't get it. Müssen wir das jetzt in jedem Weltraumsabschnitt besiegen? Wir landen einfach mal, ne? So, da wären wir wieder. So, diesmal sind wir mit 3 anderen Jedi hier. Aber wohin wir... Oh, nice. Aber was wir jetzt noch machen können, ist halt... Bezwingt sie, bevor sie ihren Meistern Bericht erstatten können. Sie sollten kein Problem haben. Ah, ich kann sie beeinflussen mit der Macht, okay. Das heißt, dass also, wenn diese merkwürdige... Schein da bei ihnen drüber ist, okay. Gut, das zu wissen. Irgendwo gleich ein Kaiberstein sein. Ach so, das ist wieder nur für... Oh Gott. Ah, man kann halt wirklich sehr, sehr wenig im Storyverlauf nur einsammeln, leider. Panik in Petranaki, das nächste Level gleich, okay. Naja, dann. Wir sind hergekommen, um dich zu retten. Gut gemacht. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ganz ruhig, konzentrier dich. Okay. Was ist mit Padme? Wie es aussieht, ist sie wieder oben auf. Aha.
Was für große Klauen du doch hast. Komm, Kleiner. Gut gemacht. Diesmal wirklich. Welchen zuerst, Meister? Such dir einen aus. Mir ist das klar. Interessante Herangehensweise. So, jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Ha? Oder auch nicht. Hallo, lass mich dich beeinflussen. Okay. Jetzt tanzt er. Okay. Es funktioniert. Es erleidet Schaden. Ich glaube, viel mehr hält es nicht aus. Wir machen ihn hier fertig und haben eine Herausforderung bekommen. Sehr schön. Witzigerweise ist der Ackley die einzige von diesen Biestern hier, die ist tatsächlich schon im Real Life als Lego-Figur gibt. Weder den Nexu noch den Reek gibt's bisher als Figuren. Ach, das dauert nicht so lang hier. Okay, was habe ich da wieder zerstört? Genau. Was zum Teufel? Na komm. Genau so, machen wir weiter. So, einer ist down. Gut, der Nächste hat noch gar nichts abgekriegt. Huiuiuiuiui. Oh, danke, Partner. Nö. Ich werde mal die Dinger hier zerstören, was auch immer mir das eigentlich bringen mag. Okay, eins der fünf Mini-Kits.
Immerhin. Und da brauchen wir einen Droiden für ein weiteres Minikit. Da brauchen wir, glaube ich, einen Schrottsammler. Da brauchen wir einen Imperialen zum Zerstören. Da auch. Haben wir alles nicht. So, jetzt machen wir mal hier kurz einen Prozess mit dem Viech. Einfach mal End-to-End-Combat. Genau, so geht's. Na bitte, und wir sind doch schon wahrer Jedi. Konzentriert bleiben. Es ist nur noch einer übrig. Ha? Gar nicht. Meister Windu, wie nett von euch, uns Gesellschaft zu leisten. Die Party ist vorbei. Mutig aber. Vergeblich, mein alter Jedi-Freund. Ihr seid hoffnungslos in Unterzahl. Yay! Dukus Droidenarmee! Obi-Wan hatte recht. Dann wird es bald Krieg geben. Seht euch um, Meister. Ist doch deppert, das laggt. Halleluja. Hey, Django! Da ist er wieder. Kopfgeldjäger! Du wirst gleich deinen Kopf verlieren, mein Freund. Bleibt wachsam, Meister. Dieser Kopfgeldjäger ist clever und gut vorbereitet. Er tritt jedoch gegen einen der fähigsten noch lebenden Jedi an. Meint er mich oder euch? Mehr als Feuerwerk und ein Jetpack, um einen Jedi zu bezwingen. Hm. Wem habt ihr es aber gegeben, Meister Windu? Ja, danke, Meister Mundi. Cool, eine weitere Herausforderung. Ich habe zwar keine Ahnung was, aber... ich nehm's.
Hunde! Hunde? Sowas gibt es auf Glee Anselm nicht. Vielleicht wäre Wurrit für mich die stärkere Beleidigung. Oh Mann! Eine gewaltige Armee aufgestellt. Mein Meister wird die Republik mit diesem Verrat nie davon kommen lassen. Ich werde die Entwürfe mit nach Coruscant nehmen. Da werden sie wesentlich sicherer sein. Wenn entkommt, du Hund. Weitere Systeme sich ihm anschließen werden. Sieh da vorne. Das ist du, Kurt. Ich kann sie nicht allein lassen. Deine persönlichen Gefühle dürfen dir nicht im Weg stehen. Folge diesem Speeder. Na gut. Oh, das nächste Level beendet. Sehr schön. Okay, zwei Herausforderungen, nur in seinem Kopf und weiterschenken. Whatever. Und ein Minikit, ja. Und die Partner mit dem zerrissenen Oberteil. Na gut, dann dürften wir jetzt gleich zum, ich würde mal sagen, letzten Level kommen, halt der Kampf gegen Count Dooku. Schätze ich jetzt einfach einmal. Ja, ich weiß, ich muss in die andere Richtung, aber... Ich will eigentlich wissen, was hier noch so abgeht. Na schön, endlich mal einfach einen Stein, der herumliegt. Startrampen-Reling. Gott sei Dank. Oh. Wo ist ein Partner eigentlich? Runtergeflogen.
So, ja, ich verstehe ich wieder nicht. Ah, da komme ich wieder nur mit dem Schrottsammler rein. Ja, ja. Was haben wir hier? Ruhe. Eine Dusche? Die Druidenwerkstatt, okay. Okay, wieder Schrottsammler, Heilige. Warum geht das nicht? Aber wir können ein paar Stats einsammeln, das ist schon mal was. Dann können wir uns dann im nächsten Durchlauf im freien Spiel dann gleich wieder einiges kaufen. Diese schrecklichen Soldaten haben die Dusche schon wieder belegt. Bis wir dran sind, ist sicher kein heißes Wasser mehr da. Oh. Druiden müssen auch sauber bleiben, wisst ihr? Dieser geonosianische Staub kommt überall hin. Ja, aber da komme ich erst rein, wenn ich den Schrottsammler habe. Gut, Na nü. Ja, zerstören wir mal einfach unser Wrack, mit dem wir gerade abgestürzt sind. Warum nicht? Oh, es geht eh hier gleich weiter, okay. Interessant, interessant. Okay, so groß ist das Areal vielleicht dann doch wieder nicht, aber es ist halt unübersichtlich AF. Ja, und vor allem mit den Geonosianern kann ich eh nicht reden, weil die verstehen mich ja alle nicht. Vielleicht ist da oben ja noch was ich holen kann. Nein. Egal, Hauptsache irgendwie zusammen. Ach, okay. Also Geonosis ist sicher nicht der Planet, den ich mir dann aussuchen werde zum Vervollständigen. Weil wir brauchen hier so oft den Schrottsammler, das ja hat keinen Sinn. Na gut. Dooku auf der Spur. Wir müssen Dooku in die Festung davon folgen. Tun wir das. Aber Padme, Sie... Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, Anakin. Was denkst du, würde Padme tun, wenn sie an deiner Stelle wäre? Sie würde ihre Pflicht tun. Hallo? Ist
das denn jetzt wieder hier? Ach, okay. Das, die Zentrale der Geonosianer. Aber das ist nicht dort, wo wir eigentlich hin wollten. LOL! Tunneltierchen! Einfach mal ein Kerberstein hinter einer Spinne versteckt. Na, dann war der Besuch hier drinnen wenigstens nicht umsonst. Ja, ich verstehe ich nicht, ja. Wie gelangen wir da hoch, Meister? In diesem Wrack gibt es sicher etwas, das wir nutzen können. Komm. Schön, euch lebendig zu sehen. Wir sind Duko hierher gefolgt. Mussten jedoch einen Volltreffer hinnehmen. Hat uns wie ein Sack korillianische Erdäpfel vom Himmel geholt. Dieses Kanonenboot hier wird wohl nicht mehr fliegen. Wenn ihr also Teile oder so braucht, bedient euch. Danke, Truppler. Schauen wir mal, was wir kriegen können. Sehr gut, jetzt sind wir auch hier oben. Und da kommst du immer noch nicht rauf. Hallo. Was zum... Dann von unten. So. Oder soll man da überhaupt nicht mehr raufkommen? Das ist natürlich auch die nächste Frage. Ach, Jemine. Nein. Okay, gut. Da kommst du nicht rauf. Da geht's wieder nur mit. Wieder mal nur mit dem Schrottsammler weiter. Kampf der Jedi. Wir sind gefangen. Habe ich dich beim Baden gestört? Na, Entschuldigung. Duku darf nicht entkommen. Über unsere Flucht können wir uns später Gedanken machen. Ja, Meister. Ja, klar. Immer in der Gegenwart müssen die Gedanken welchen der Jedi sein. Welchen Weg sollen wir nehmen, Meister? Es spielt keine Rolle, solange wir Duku erreichen, bevor er von diesem Planeten flieht. Huh, interesting. Haben sie jetzt auch wieder eine Szene aus dem Film halt genommen, die eigentlich vergleichsweise kurz war. Und machen ein ganzes Level draus. Okay, ich glaube, darauf komme ich auch wieder nur mit dem Schrottsammler. Ach Gottchen, ach Gottchen! Wer fängt denn mit Episode 7 an zu spielen?
Oh je. Falls ihr fragt, das war schon so, als wir eingetroffen sind. Verstanden? Okay, so. Da müsste ich aber trotzdem auch irgendwie durch können, ne? Was sagt denn die Karte? Okay. Was denn darauf kann ich auch? Reicht das schon? Ja. Das jetzt gemacht. Okay, da brauchen wir wieder einen Droiden, den wir nicht haben. Euch gegenseitig fertig. Wieder vernichten hier. Ah ja, da komme ich auch wieder nur mit Kopfgeldjägern rein. Okay. Also das Minikit da drinnen. Aber da müsste ich doch irgendwie raufkommen. So, da kann ich mich wahrscheinlich wieder nur hinziehen mit einem Charakter, der das kann. Ach, okay. Okay. I take it. Sicher, dass ihr dafür beweglich genug seid, Meister? Mein Junge, ich bin so agil wie ein wildes Fahrtier. Knapp.
Okay, und den zweiten Stein, Kalberstein für die Steinchen, sehr schön. So, aber was machen wir hier hinten eigentlich? Zwei Ebenen, yay. Ich bin natürlich beinhart falsch gegangen. Ich glaube, hier komme ich einfach gar nicht weiter, oder? Muss ich darüber? Irgendwie geht's darüber. Okay. Okay. Kann ich mich da dran festhalten? Ja, kann ich. Okay. Okay. Tschüss. Ich kann Dooku spüren. Ich auch. Wir müssen vorsichtig sein. Er ist äußerst gefährlich. Mhm. Oh, da sind wir ja schon. Okay. Willkommen, junger Jedi. Ich hoffe, dein Padawan weiß sich zu benehmen. Wir greifen ihn gemeinsam an. Du näherst dich langsam von links. Ich greife ihn jetzt an. Nein, Anakin, nein! Na, Count. Meine Jedi-Kräfte sind den euren weit überlegen. Also, gebt auf. Keine Chance. Aber wir haben noch nicht mal alle Steinchen. Was soll denn das? Da muss ich mal ein bisschen auf Steinchensuche gehen hier. Eingeborenen zunächst noch ein wenig Spaß mit euch haben. Kämpft selbst gegen uns, Dooku. Oder seid ihr bereits müde? Langsam, Anakin. Er versucht uns aufzustacheln. Das ist nicht so. Hier unten bewirken wir nichts. Wir müssen ihn wieder auf unsere Ebene bringen. Ja, gleich, Meister. Ich versuche hier noch Steinchen zu farmen. Sehr gut. Und damit haben wir auch hier den Wahn Jedi-Status. So, jetzt können wir uns um Dooku kümmern.
Vor allem, ja, hält er sich hier jetzt einfach nur mit seiner Lichtschwertklinge fest eigentlich. Ihr habt euch zum letzten Mal in unsere Angelegenheiten eingemischt. So, Ende. Ja, das bist du, Anakin. Hoho, voller. Dooku! Ich habe euch gewarnt, dass meine Fähigkeiten die euren übersteigen. Okay. Warum flieht ihr vor uns, Dooku? Habt ihr Angst? Kenobi, habt ihr ihm keine Kampfstrategie beigebracht? Er lernt nicht so schnell. Wir müssen ihn von dort herunterbekommen. Das wird schon. Ich habe genug von euch. Meister Kenobi, ihr enttäuscht mich. Mächtig du geworden bist, Dooku. Die dunkle Seite ich in dir spüre. Ich bin mächtiger geworden als jeder andere Jedi. Sogar mächtiger als ihr. Viel zu lernen, du noch hast. Yay, jetzt geht's erst richtig los. Und wir sterben gleich mal beinhart. Meister Yoda, wie können wir ihn erreichen? Unser Verbündeter, die Macht wird sein. Natürlich. Ach ja. Ups. Psst.
gekämpft du hast, mein alter Padawan. Das ist erst der Anfang. Anakin! Willkommen zu Hause, Lord Tyrannus. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gute Neuigkeiten, mein Lord. Der Krieg hat begonnen. Exzellent. Alles läuft genau nach Plan. Na bitte! Und Episode 2 abgeschlossen. Hat mir jetzt eigentlich sogar weniger gefallen als Episode 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war die Verteilung von den Level total komisch. Das 3 ganz am Ende gehabt im Endeffekt. Und vorher bist du nur die ganze Zeit auf Coruscant oder Kamino herumgerannt. Echt merkwürdig. Wenigstens haben wir auch im letzten Level alle Steinchen. Dafür keine einzige Herausforderung. Und auch kein einziges Minikit. Na, das wird wieder heiter werden bei der Vervollständigung der Level. Yoda! Yay! Oh, eine Menge Charaktere freigeschaltet. Sehr schön. So, gut. Das heißt, nächste Folge werden wir wieder die Level vervollständigen, soweit es halt geht natürlich, weil, wie gesagt, Schrottsammler, ne? Ja, dann danke ich mal fürs Zuschauen bei Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Bis zum nächsten Mal bei LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Keep Gaming.